Ich habe natürlich gehofft, dass die Saarländerinnen und Saarländer ein deutliches Zeichen setzen, der Zufriedenheit mit meiner Arbeit, dass sie wollen, dass ich diese Arbeit fortsetze in der Großen Koalition. Aber dass das so deutlich ausfällt, das hat mich auch überrascht. Und da treten Angela Merkel und ich, wir haben Seite an Seite gekämpft, auch die Bundespartei und wir. Wir haben ganz deutlich gemacht, wir kämpfen hier um unsere Landespolitik. Wir sagen hier, was wir wollen. Wir wollen hier Zukunft gestalten. Das haben die Saarländerinnen und Saarländer gutiert. Und sie haben gleichzeitig deutlich gemacht, Flirtereien mit Rot-Rot, das kommt in diesem Land nicht gut an. Und auch das sollte ein Signal an den Bund sein. Zur AfD.